Alleingelassen mit ihren Kindern sind die Frauen der Willkür der Eroberer ausgesetzt. Dann kamen zwei Panzer ins Dorf gefahren. Und dieses Vorkommando kam jetzt als erstes ins Gutshaus. Das erste Wort, was wir natürlich hörten, war Uri, Uri, Schnaps, Schnaps. Und meine Mutter holte ganz schnell die Uhr, die sie hatte, und gab es dem Russen. Sie öffnete den Likörschrank und servierte dem Offizier aus diesem Vorkommando Likör. Meine Mutter hatte dann doch gesagt, der andere Schnaps ist für die nächsten Kameraden. Und dann zog dieses Vorkommando auch wieder ab. Und dann nahm meine Mutter, das war ihre Eigenart, Sakrotanwasser und hat erstmal die Türklinke mit Sakrotan gereinigt. Ja, und dann ging es natürlich weiter, dann kam die nächste Gruppe und dann wurde es schon unangenehmer. Oft ist es die zweite Welle der Soldaten, die den aufgestauten Hass entlädt. Viele sind betrunken. Überall in Pommern eskaliert die Gewalt. Wir hörten die Worte, dass wir uns ganz schnell zur Dorfschule begeben sollten. In der Schule begann die Hölle. Hier wurden die Frauen rausgeholt. Unter anderem meine Mutter auch. Es befand sich in der Schule eine kleine Wohnung. Und meine Mutter wurde in diese kleine Wohnung gezerrt. Und wir vier Kinder sind alle hintereinander festgeklammert an meiner Mutter mit nach oben gegangen. Und hier wurde eben meine Mutter vor unseren Augen das erste Mal vergewaltigt. Und dann gingen wir zurück in diesen Klassenraum. Meine Mutter hatte uns allen Pudelmützen aufgesetzt. Und wir haben die Pudelmützen alle übers Gesicht gezogen. Und wir mussten immer das Gesicht auf den Fußboden legen. Und meine Mutter hat sich über uns gelegt, damit wir vor den Russen verschont wurden. Vom Ostseestrand bis ins Sudetenland. Namen, die keiner mehr nennt. Eine Welt, die nur noch aus Erinnerung besteht. Versunkene Heimat. Kein Blick zurück im Zorn. Aber mit Wehmut. Über die verlorene Heimat haben wir natürlich sehr viel gesprochen. Die Wälder, der Strand, die schöne Landschaft, die Natur, das Leben mit der Natur, mit den Tieren. Das sind alles Dinge, die uns natürlich auch in Erinnerung sind. Für uns ist natürlich auch das Pommernlied ganz besonders in Erinnerung. Wenn in stiller Stunde Träume mich umwehen, bringen frohe Kunde Geister ungesehen. Also jetzt kommen ja doch ein bisschen die Tränen. Also das ist. Das Land ist noch immer das Gleiche. Die Ferne so mächtig, der Himmel so hoch. Jetzt leben dort andere Menschen.